Hallo, hallo, hallo. Ich grüße euch, Kinder. Hier ist nun der Tag Nummer 204. Nein! Nein! 203! Fuck. 203 in meinem. Wieder mal verkackt. Schon wieder mal verkackt. Diese bekackten Amateure. Ja, verkacken ist hier ziemlich gut. Ja, das ist ganz gut. Ja. Wir laufen heute hier, es ist früh morgens, um 9:30 haben wir angefangen. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Thomas hat Urlaub. Geil, ne? Traum. Thomas hat Urlaub und mein Chef hat gesagt, weißt du was, mach doch was du willst. Das soll nicht so angeben. Aber was ich vorgestern bekommen habe und gestern Abend erst entdeckt habe, Ingo Hörning. Hallo Ingo. Hallo Ingo. Ja, Thomas kennt ihn auch. Hallo Ingo. Ingo Hörning hat mir gestern Bilder geschickt von der RSV Wöges Weihnachtsfeier. 1993 war es. Hammer. Zwei Bilder, die zeige ich jetzt. Bei Bild 1 muss man sagen, ich würde meinem Früher nicht sagen, geh mal zum Friseur, Junge. Auf eine andere Jacke. Ja, die Jacke sehen wir jetzt. Zack. Der feche Ottmar Döring im Bild. Ja, Trainer damals. Und meine Jacke, so richtig schön scheiße, oder? Traum. Aber der Gürtel ist auch geil. Den Gürtel, darum muss ich jetzt darauf hinweisen. Schön richtig hochgezogen, dass die Eier kneifen. Hochgezogen bis zum Ende. Und schön Gürtel festgezurrt. So hat man das. Eier, wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eier. Gürtel schön festgezurrt bis oben hin, damit es schön kneift. Richtig geil. So war das 1993. Hallo. Skandal! 205 beendet. 205? Achso, 3. Nee, 203. Tag 203 ist noch nicht beendet bei mir. Ich muss noch Fußball spielen, solange das Unwetter es hergibt. Ja. Wir haben ja gestern total Unwetter gehabt. Hast du gemerkt? Ja, stopp. Ich glaube schon, ja. War Katastrophe gestern. Ja, also mein Tag ist noch nicht zu Ende. Sein Tag schon. Ja, wir haben ganz viel über Ottmar Döring eben gesprochen, der eben auf dem Bild zu sehen war. Also der da. Der Ottmar Döring war damals Trainer in Würges, über den mal ganz viel. Weißt du so, Ingo, weißt du noch? So hier, Pulli in die Hose rein und dann die Hose zugemacht in die Jeanshose. Sockenfrei in die Fußballschuhe. Sockenfrei in die Fußballschuhe. Und der Thomas hat mir was erzählt mit der Lasche? Ja, dass die Lasche nach vorne wegklappt. So die, er hat die ersten zwei Reihen offen gelassen beim Schuh. Das hat der Thomas sich beim Ottmar Döring abgeguckt. Copa Mundial. Ja. Danke, Ingo, für die Fotos. Ich danke, Meister. Ich muss jetzt weiter, ich muss zu Fußball. In 8 Stunden habe ich schon später, wieder Fußball. Später, ja. Also, schlaf tschüss. Schön. Ciao. So, 8 Stunden später, Fußball, hier. Da sind sie schon, alle warten schon. Es geht los jetzt!
Fußball. Das war heute ein guter Fußballtag. Der Martin hat heute richtig Hummelsleistung gebracht. Aber nicht ins eigene Tor. Nicht ins eigene Tor, genau. Und ich war gut drauf. Alter, war ich gut drauf, du. Jetzt wird noch ein Bierchen getrunken, dann ist der Tag gelaufen. Also, cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal.